Wir sitzen heute zur Abwechslung mal bei Rudolf Schenker zu Hause in der Nähe von Hannover, haben Rudolf besucht. Das hat auch einen besonderen Grund, warum wir ihn besucht haben. Rudolf hat sein erstes Buch geschrieben, Rock Your Life. Ich habe es jetzt gelesen und ich habe das nicht erwartet, dass es halt... Ich habe eine Biografie von dir erwartet, wie jeder, ist ja klar. So, und dann bekomme ich aber einen Lebensführer. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, ich habe in einer Tageszeitung von jemandem, den man ganz gut kennt, gelesen aus einem Buchausschnitt, von wegen, dass wenn man Rock- oder Popmusiker werden will, großer, dass man im Schweiß seines Angesichtes knechten müsste und nichts anderes und so weiter. Und da habe ich gesagt, bin ich zu meinem Lebensgefährten gegangen, habe gesagt, pass mal auf, was schreibt der für eine Scheiße? Also ich habe, die härtesten Zeiten waren die, wenn ich zurückgucke, die besten Zeiten. Ich glaube, ich muss da mal ein Buch schreiben. Man kann ja Musik doch nicht machen, indem man sich, sagen wir mal, die Daumenschrauben ansetzt. Musik ist eine Sache, die kommt einer heraus. Gut, manche Leute haben eine schlechte Kindheit gehabt, die mussten die abarbeiten und weiß auch immer. Habe ich ja zum Glück nicht gehabt. Ich habe Musik gemacht, weil mir Spaß macht. Und genau das möchte ich gerne mal anhand der Scorpions zeigen, dass das, was ich gemacht habe am Anfang, nämlich alles falsch, dass es im Endeffekt alles richtig war. Und das, wenn man etwas bewegen kann, wenn man Nummer eins Spaß hat, wenn man sich die richtigen Leute um sich versammelt und eine gemeinsame Idee so erlebt, dass man sie auch zum Erfolg bringen kann und dass es jeder machen kann. Man muss nur seinen Arsch hochreißen, kick your ass, könnte man es auch schreiben. Ich habe Rock Your Life gemacht, das klingt etwas bezogener zu der Geschichte. Es geht auch nicht alleine darum, um Rockstar zu werden oder weiß ich was. Es geht eigentlich darum, um ein Leben zu führen nach dem Ansatz, folge nicht der Linie des Geldes, sondern folge der Linie des Spaßes. Denn wenn du dich für das Geld entscheidest, wirst du versklavt vom Geld sein, dein Leben lang. Wenn dich aber vom Spaß leiten lässt, wird das Geld ganz automatisch kommen. Mich, warum? Weil wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, kommt das Geld automatisch, weil mit dem, was dir Spaß macht, wirst du automatisch gut. Und die meisten Menschen machen nämlich das, was sie machen müssen, nämlich Geld verdienen. Dadurch sind sie Sklave des Geldes und machen dazu noch was, was ihnen keinen Spaß macht und sitzen dann abends im Hobbykeller und machen ihr Hobby oder was auch immer oder wo auch immer sie ihren Spaß dann haben. Es gibt Leute, die haben auch kein Glück, die haben vielleicht Pech, auch ohne eigenes Zutun. Was sagst du denn so jemandem? Viele Leute sind mit sich so beschäftigt und machen sich so fertig, dass sie natürlich keine Energie mehr haben. Aber wenn man auf diese Punkte eingeht, die da im Buch drin steht und die auch sorgfältig liest, dann wird man sehen, dass jeder aus sich selbst, und die meisten Leute, die machen ja auch noch mal das, dass sie jeden Tag ihre Meinung ändern. Die haben jeden Tag ein neues Ziel. Und natürlich ganz klar, dass sie dadurch da nichts gewinnen können. Und überall, sie fangen an, keine Geduld, und denken, es muss sofort was passieren. Dann passiert nichts, dann fangen sie das nächste an. Das machen sie ihr Leben lang. Und das Ende vom Lied ist natürlich, dass nichts mehr rauskommt. Du musst dich entscheiden, du musst bewusst leben, das bewusste Leben, dich beobachten und musst feststellen, was macht dir Spaß. Wenn du heute hipper sein willst als der Hippeste, dann bist du morgen out. Du musst heute deine Persönlichkeit zeigen, auch gegen alle Meinungen, die dich das abraten wollen. Bei mir war es doch genauso. Die haben gesagt, was willst du machen, wenn du 30 bist? Ja, hier sind so ein bisschen die Goldenen und Platin aufgehängt. Man muss ja nichts anzufangen damit. Die hingen dann irgendwie, die standen irgendwo in der Ecke und irgendwie kam einer und sagte, ich weiß, die Wände sind so kahl. Wo hast du deine Goldenen und Platin? Die hängen in der Garage. Deswegen hängen die auch ganz komisch. Guck mal, hier ist alles schon abgefallen. Man muss sich auch Folgendes mal überhaupt überlegen, dass diese Schallplatten teilweise ja noch nicht mal Blackout drauf ist, was hier drauf steht, sondern dass da habe ich erfahren, dass da irgendwelche anderen Sachen drauf sind. Und dann guckt man die Qualität an, was die gemacht haben hier. Da fallen schon die ganzen Sachen ab. Das ist deutsche Qualität, obwohl es sind ja auch ausländische Platten. Also kann man das jetzt so grob auch nicht über die deutsche Qualität sagen.